Leben, nachdem ich echt schon super lange kein Video mehr gemacht habe, aus den verschiedensten Gründen, weil ich weder Zeit hatte, noch irgendwas, wo ich wirklich sagen konnte, da will ich jetzt drüber reden, habe ich gedacht, ich werde dann heute mal wieder einen Vlog machen. Das habt ihr vor allem David zu verdanken, weil ich wollte eigentlich nun meine Rezension abdrehen und wollte dann halt irgendwann mal wieder in die Richtung Vlog irgendwas machen. Deswegen habe ich mir jetzt aber gedacht, ich fange damit am Vlog mal an. Vielleicht erstmal im Hintergrund, einer der Gründe, warum ich nicht abwesend war, war, weil ich ein bisschen was in der Wohnung gemacht bekommen habe von meinem Vater. Und dieses Bücherregal jetzt vom Flur hierher gezogen ist und meine ganzen Sub-Bücher, also der Stapel ungelesener Bücher, ist teilweise jetzt hier. Es sind nicht alle, weil ich habe auch einige Bücher noch im Keller in so kleinen Bücherkisten. Das sind auch noch so, ich glaube, 14 Kisten oder so irgendwas, wo auch noch Bücher teils gelesen, teils ungelesen sind. Und draußen im Flur stehen auch noch Bücher, die ich dann auch schon gelesen habe und somit einfach mal aus dem Weg geräumt habe. Ja, ich möchte mal beginnen mit. Ich habe in letzter Zeit ganz, ganz viel bei Lush eingekauft gehabt und habe ja die verschiedensten Sachen jetzt einfach mal ausprobiert und habe mir gedacht, ich könnte hier mal vielleicht kurz sagen, was ich so gekauft habe und was ich so empfehlen kann. Ich fange jetzt einfach mal mit, also ich bade ja ganz viel und da nutze ich eigentlich Lush am meisten, also eher weniger beim Duschen. Jetzt habe ich hier gestern, es ist jetzt nur noch eine halbe, weil das ist eine Badekugel von Lush, die ist ein bisschen weicher, ist eine dieser Schaumbäder, das ist die Karma-Bombe und die färbt das Wasser auch orange, so die Farbe, wie die halt jetzt ist. Man sieht so ein bisschen Glitzer, den sieht man nachher, ich glaube, das ist Zucker oder noch teilweise drin ist oder so, ich habe keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall nach diesem, ich kann mir nicht merken, aber ich stehe total auf diese ganzen verschiedenen Karma-Produkte, die es gibt bei Lush und da gehört die auf jeden Fall dazu. Und die ist super, riecht super lecker, also echt gut in der Badewanne und das Wasser sieht schön aus und sie schäumt. Und das finde ich halt super cool. Die zerbröselt man dann halt und hat dann so ein bisschen in den beiden Händen und macht die unter den Wasserstrahl, denn die Badewanne geht und das schäumt dann auf. Ja, dann habe ich ebenfalls probiert. Das hier ist der Summer Pudding. Die hat hier oben so Safenelemente und hier unten irgendwie so. Das könnt ihr jetzt leider natürlich nicht fühlen. Die ist hier jetzt rau, wo ich die benutzt habe, hier eher weniger, weil da Sand mit drin ist. Also sie ist leicht peelend, riecht super, super lecker. Ebenfalls, ich glaube, wie soll ich das beschreiben? Ja, hier ist so ein bisschen wie eine Mischung aus Schoko und Frühling oder Sommer halt eben. Und die fand ich auch super klasse. Also man merkt auch diesen peelenden Effekt. Das ist echt schön. Eine Seife, die ich mir noch gekauft habe und noch nicht ausprobiert habe, aber die einfach nur göttlich riecht, deswegen habe ich ja ein bisschen mehr geholt, weil ich eigentlich nur ein Stück meiner Mutter geben wollte, hatte ich dann aber vergessen. Das ist die Ice Blue und die riecht einfach nur nach Pfefferminz. Die riecht so ein bisschen auch wie diese, kennt ihr diese Eisgutzchen? Jetzt sage ich schon wieder Gutzchen, das kennt ja keiner, das war diese Eisbonbons. Genau so riecht die auch, das ist super lecker. So, einen letzten Tipp habe ich noch für euch. Und zwar dieses kleine Ding. Ist wie so eine gepresste Tablette irgendwie. Sind so kleine Kühlchen, die so irgendwie aneinander und da oben so ein Blümchen drauf. Das ist die Karma Komba, nennt sich die genau. Riecht auch wieder wie diese Karma Bombe, die ich als Badekugel habe. Und die ist jetzt, das ist ein für die Haare. Ja. Wie ein Stück Seife für die Haare. Braucht man auch gar nicht viel. Also wenn ich da so ein, zweimal durch die Haare gehe, reicht das für die einzuschäumen. Und zwar richtig, richtig stark zu schäumen. Und da hat man schon ein bisschen länger drauf. Die sind halt auch relativ teuer, finde ich. Aber echt genial. Gerade so in der Badewanne nutze ich die super gerne. Ja. Dann habe ich mir, wenn ich jetzt sowieso bei Beauty-Sachen bin, ich habe immer so lange Fingernägel mit der Zeit. Wenn sie mir dann nicht abbrechen, lasse ich die auch immer so. Und habe mir jetzt gesagt, ich würde gerne mal was anderes haben, außer nur Nagellack drauf und vielleicht nur diesen Crackling-Nagellack.
und habe mir von Conat jetzt mal diese Stempel bestellt. Leider hat Amazon das noch nicht rausgeschickt. Ich hätte die so gerne am besten gestern gehabt. Freue mich aber, wenn die jetzt, ich glaube, falls ich das Pech habe, dass die morgen erst rausgeschickt werden, kommen sie am Mittwoch an. Dann werde ich auf jeden Fall direkt testen. Werde natürlich keinen Testbericht dazu machen. Es gibt tausende YouTube-Videos dazu, wie das funktioniert. Bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, ob das ist, wie ich mir das vorstelle. Habe mir noch eine Schablone dabei bestellt. Also ich habe mir erst so ein Set bestellt und eine Schablone dabei. Und bin jetzt halt echt gespannt, was da auf mich zukommt. Außerdem habe ich so ein Dotting-Tool, nennt sich das, glaube ich, bestellt, mit dem man so auch diese für die French Nail diese Smiles machen kann und was weiß ich. Mal gucken, mal ausprobieren. Ich will einfach mal was anderes auf meinen Nägeln. Was dezent ist, was ich trotzdem auf der Arbeit tragen kann. Ja, dann habe ich ganz viele Bücher auf meinem Sub, wie ihr seht. Und habe vorhin auch mal bei Twitter rumgefragt. Und wer Flavia Deluce zum Beispiel noch nicht gelesen hat, den ersten Band habe ich hier stehen. Der steht hier unten, den seht ihr jetzt nicht. Mord im Gurkenbeet. Und da haben sich doch einige gefunden, die gesagt haben, hey, ich habe den noch auf meinem Sub oder hey, ich möchte das gerne lesen, ich würde es kaufen. Und ich gesagt habe, lasst uns doch eine Leserunde machen. Ich habe jetzt überhaupt kein Datum dafür. Werde ich mir aber noch Gedanken machen, würde dann entsprechend auf meinem Blog darüber berichten. Lisa hat gesehen, dass hier Flügelschlag noch steht, übrigens mit Flügeln von der Autorin. Ist nämlich signiert, das hatte ich damals bei Tines Bücherwelt gewonnen. Habe ich auch noch nicht gelesen. Und da hat Lisa gemeint von Schmetterlingsliteraturreise, lass uns doch eine Leserunde machen. Da habe ich mir gedacht, ja super, wir machen immer Leserunden, die sich auf irgendwelchen Blogs verlaufen, die am Ende keiner findet. Ich weiß, Bella hat das mal angefangen, aber irgendwie flaut das bei ihr wieder ab und man hat irgendwie auch nicht so das, also ich weiß nicht, ich hätte gern irgendein Forum, wo ganz, ganz viele Blogger und andere Leute sich zusammenfinden können, für Leserunden zu veranstalten. Jetzt in erster Linie, dass man halt einen Punkt hat, wo man sagen kann, man tauscht sich aus und nicht, wir besprechen Teil 1 auf Block 1, Teil 2 auf Block 2, Teil 3 auf Block 3, sondern wir besprechen alles an einer Stelle. Und ich muss mal gucken, eventuell mache ich dann mal wirklich ein Forum oder so, wo man dann zu den einzelnen Büchern sich austauschen kann und diskutieren kann. Könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das findet, ob ihr sowas annehmen würdet, ob euch sowas gefallen würde. Und ich denke, die Leserunden zu Flügelschlag und Flavia Deluce machen wir auf jeden Fall. Die Daten werden wir uns dann mal überlegen. Ich werde am Wochenende mal mit Lisa Brainstorming machen, wann wir denn anfangen könnten mit Flügelschlag. Wobei ich ja gehört habe, es wäre nicht ganz so gut wie die anderen Bücher von ihr. Ich kenne allerdings gar keins von Jenny Krog. Wäre also für mich ein Debüt. Ja. Ich wollte euch noch vorstellen, genau was lese ich eigentlich gerade. Also ich lese eigentlich, ich glaube, laut Goodreads lese ich 10 Bücher oder so. Nee, nicht ganz. Aber 6 oder 7 sind es bestimmt. Und ich lese eigentlich derzeit, das ist mein Zugbuch, Dunkle Magie, Hexhall, der zweite Teil. Von wem ist der noch? Von Rachel Hawkins, genau. Und finde ich bisher, also ich bin erst bei Kapitel 6, lese ich jetzt bald wieder weiter. Ich lese halt im Zug nicht viel, weil ich fahre nicht lang Zug und warte auch nicht lange auf dem Zug. Und es ist halt noch nichts passiert. Also ich kann dazu noch überhaupt nichts sagen, wird aber natürlich wie zu allem eine Rezension kommen. Und was ich jetzt auch angefangen habe, habe ich gesagt, ich weiß nicht, was ich lesen soll, habe David ein paar Bücher genannt, dann hat er gesagt, lies doch die Vampire Academy weiter. Das ist jetzt der vierte Band, Blutschwur von Richard Mead. Gibt jetzt ja schon den sechsten, der ist jetzt gerade rausgekommen. Oh, Schande über mein Haupt, dass ich das noch nicht weitergelesen habe. Ich habe erst 2 Tage, 2 Abende dran gelesen. Ich bin schon in der Hälfte. Es ist echt super packend, obwohl ich gedacht habe, dass dieses Buch hier einen Durchhänger haben wird, weil sie es ja, glaube ich, gar nicht schafft. Ja, verrate ich jetzt nicht für die, die es nicht gelesen haben. Was könnte ich euch denn noch Schönes erzählen? Ja, ich habe mir hier mal rausgelegt, was noch alles für Platz hat.
Was man also dann sehr mag, hier habe ich so kleine Zettel rumfliegen. Das sind die Sachen, die nicht irgendwie greifbar hier sind. Das sind zum Beispiel Filme, die ich gesehen habe, also Verfilmungen von Büchern. Da steht jetzt drauf, Red Riding Hood könnte ich noch eine Rezension machen, wobei ich das Buch davon nicht kenne. Dann Ramona und Besu nennt sich im Deutschen der Film Schwesterherzen. Ist auch eine Buchverfilmung, wusste ich eigentlich gar nicht, bis ich einen Abspann gesehen habe. Ich habe mir den Film aus anderen Gründen gekauft. Ja, da könnte ich noch eine Rezension zu mal kennen, aber auch wieder das Buch nicht immer. Cracks Tagebuch ist es genau dasselbe, den hatte ich jetzt letztes auch gesehen. Den fand ich so toll, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht in den zweiten ins Kino. Dann habe ich auch noch ganz viele Hörbücher gehört, ganz schlimm. Da steht noch aus der dritte Teil der Vampire Academy, umgekürzt, bei Audible erhältlich. Da, Bescheidwerbung. Ich bin ja sowieso immer für ungekürzte Hörbücher. Ich muss jetzt aber sagen, ich hatte das letzte eins gehabt, das war gekürzt. Hab mir dann das Buch geschnappt und hab mal geguckt und es kommt eigentlich wirklich aufs selbe raus. Es ist nur viel kürzer. Also wenn jetzt nicht gerade 95 Stunden wegfallen von dem Ganzen, kann man eigentlich auch ungekürzte Hörbücher hören. Habe ich jetzt gelernt. Oft will ich natürlich die ungekürzten bei längerer Hörgenuss. Ja, ungekürzt gab es dann auch Die Tochter der Wälder und So in der Schatten sind die ersten beiden Teile der Seven Waters Quadrologie. Ist ja keine Trilogie mehr. Ich habe mir damals die Bücher gekauft. Da sahen die auch noch ein bisschen anders aus. Das hier ist jetzt zum Beispiel der dritte Teil. Ich habe damals beim Verlag angefragt und habe gesagt, wie sieht's aus? Ich krieg den dritten Teil nicht mehr. Bringt ihr den wieder raus? Da schrieb mir die Presse Dame damals zurück. Sorry. Die Autorin hat den Verlag gewechselt, wir werden es nie wieder drucken. Ich ganz verzweifelt das ganze Internet auf den Kopf gestellt. Ich habe es gefunden, ich habe es mir gekauft. Ich habe sie jetzt alle in derselben Ausgabe da stehen. Und jetzt, ein paar Jährchen später, bringen sie doch alle wieder neu raus. Die Cover sind viel, viel schöner und der vierte Band erscheint jetzt endlich auf Deutsch. So, jetzt muss ich mir den, muss ich mal gucken, entweder ich kaufe mir die alle neu oder ich kaufe mir ja nur den einen oder mal gucken. Ich hätte eigentlich gerne alle, weil ich die Cover echt super cool finde, aber andererseits stehen die im Regal ja sowieso nur im Buchrücken. Sonst hätte man ja gar nicht genug Platz im Regal. Ja, dann habe ich noch gehört Wish You Were Dead und was hier auf der Liste noch fehlt, fällt mir gerade auf den ersten Teil von Evernight. Den zweiten bin ich gerade am Hören. Ich dachte, wäre super blöd und habe das nie gehört. Habe dann jetzt das Hörbuch geschnappt. Ich finde es super toll bisher. So viel kann ich schon mal verraten. Wird es auch irgendwann Rezension zu geben. Ich muss nur mal alles schreiben. Zeit. Und ja, in der Zeit, wo ich halt nichts geblockt habe oder sehr wenig geblockt habe, habe ich ja weiter gelesen und gehört und geguckt. Und es sammelt sich einfach an. Geguckt übrigens Stichwort. Ich hatte mir mal relativ günstig bei Thalia, Sense and Sensibility gekauft. CD 2007er Version. Sind zwei Discs, genau. Mit, weiß ich nicht mehr wie viele Folgen, ich glaube vier Folgen. Sind 175 Minuten. Und hat mir sehr gut gefallen. Dazu wird es noch eine bildhafte Rezension geben, weil zu solchen Sachen mache ich ja eher jetzt nur noch Rezensionen in Bild und Ton. Ja, okay. Wo lege ich das jetzt hin? So. Dann steht noch aus, das ist die richtige Reihenfolge. Ja. Der erste Band von Hexfrau, den habe ich gelesen. Oh, das ist mal kostenloses Audible. Fand ich super, super toll. Rezension wird folgen. Dann Totenmädchen. Da habe ich sogar so eine Videorezension gedreht, als es so schön gewittert hat, passend zu diesem Buch. Ich muss mir nur überlegen, ob ich die wirklich online stellen möchte oder nicht, weil ich gemerkt habe, da sind ein, zwei Stellen drin, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Ich kann sie allerdings nicht mehr neu drehen. Dann gibt es hier noch Neva. Ja, lieber Pan Verlag, es tut mir leid. Ich habe es jetzt schon super lange gelesen und habe es noch nicht rezensiert. Ich fand es gut. Mir hat am Ende was gefehlt. Mehr dazu in der Rezension. Dann
Isola. Alle waren total begeistert davon und haben mir dieses Buch empfohlen. Ja, ich verliere keine Worte darüber. So toll fand ich. Dann kommt so ein paar dicke Bücher. Einmal versucht, der. Ich muss schon spicken, es sind so viele. Der sechste Teil von House of Night. Diesmal definitiv keine Videorezension dazu, weil man jetzt echt nicht mehr darüber reden kann, ohne alles zu verraten. Ich muss mir Gedanken machen, wie ich die Rezension mache. Vor allem wird sie leider nicht ganz so gut ausfallen, weil mir dieses Buch nicht so gut gefallen hat wie die Vorgänger. Dann hatte ich im Norwegen gelesen, Numbers von Rachel Ward. Endlich mal. Ich fand es okay, es war jetzt aber nicht so toll, wie die meisten gemacht haben. Ich werde aber den zweiten Teil lesen. Vielleicht dann auch den dritten. Ja, sowieso. Ich kenne mich doch. Ich fand die Tribute von Panem ja auch irgendwie nicht so toll und werde sie trotzdem irgendwann fertig lesen. So wird es bei Namas auch sein. Es ist jetzt nicht, dass das Buch super schlecht ist, sondern ja. Dann ein absolutes Highlight. Ich hatte es dann in 2 Tagen durch. Leider war es dann aus. 100 Jahre ungeküsst von Gabriela Engelmann. Dazu wird es auf jeden Fall eine Videorezension geben und zwar eine sehr begeisterte. Nicht nur, weil das Buch signiert ist, sondern weil mir das Buch so gut gefallen hat. Ich fand es noch viel schöner als Weiß mich nie rot wie Blut, Kun vor Neid. Und ja, mehr eine Rezension. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, dann brauche ich die Rezension ja nicht mehr zu schreiben. So, dann noch ein letztes Buch, wo ich ja dann auch auf der Lesung war. Deswegen ist hier auch noch, ui, die Eintrittskarte zur Lesung, die hatte ich als Lesezeichen danach benutzt. Und das Buch ist signiert. Meine signierten Bücher werden immer mehr. Die Lesung in Talia war super, super schön. Lesungsbericht findet ihr auf meinem Blog. Das Buch habe ich extra versucht, lange, lange dran zu lesen, aber nach 1,5 Monaten war es dann trotzdem rum. Sehr enttäuschend, weil das dritte Buch ist noch nicht geschrieben. Liebe Trudy, schreib schneller. Ich will doch wissen, wie es weitergeht. Es ist echt super spannend. Sie endet auch nie so, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt unbedingt das nächste Buch lesen. Aber man macht sich jetzt seine Gedanken, weil wir wissen, wie es weitergeht, unabhängig davon. Und deswegen warte ich sehnsüchtig auf dieses nächste Buch. Ja, apropos Lesung im Thalia, ich habe jetzt heute verlauten hören, dass Sebastian Fitzek ins Thalia nach Bonn kommt. Ich glaube 10.9. oder so irgendwas, oder 6.9. Ich kenne von Fitzek kein einziges Buch. Es tut mir leid, Sebastian. Ich bin kein Thriller-Mensch. Ich bin wirklich kein Thriller-Mensch. Ich werde eins seiner Bücher lesen, mindestens in meinem Leben. Das habe ich mir vorgenommen. Ich habe die Therapie mal geschenkt bekommen. Aber ich gebe dir die Chance, mich in 3D zu begeistern. Also mach was draus und ich werde wohl auf die Lesung kommen und mal gucken, was du so zu bieten hast. Ja, mein Blog übrigens. Der wird wohl oder übel bald irgendwann mal umziehen. Das haben vielleicht schon einige mitbekommen, dass ich jetzt auch die Domain parallelewelten.de habe, die derzeit noch umgeleitet ist auf meinen WordPress-Blog. Aber ich habe vor, das Ganze auf meinen Webserver zu ziehen und damit ich den Blog mehr in meine Richtung starten kann, damit ich das Theme anpacken kann, bearbeiten kann, dass ich Widgets nutzen kann, die WordPress nicht implementiert und so weiter und so fort. Weil ich merke, wenn ich jetzt weiter blogge, ich werde den Spaß dran verlieren, wenn ich das bei WordPress weitermache. Ich kann eigentlich nur beten, dass ich meinen Blog nicht wieder zerschieße, so wie schon ganz oft in meinem Leben. Deswegen ist mein Literaturblog immer wieder gestorben. Aber ich werde gucken, was ich draußen machen kann und werde dann schauen, dass ich da bald überhaupt und sowieso dann mal umziehe. Und dann halt eventuell diese Idee mit dem Forum umsetze. Ja, dann habe ich jetzt mein iPhone in der Hand. Würde aber auch mit dem iPad funktionieren. Und zwar hat Scoop.de, das ist Scoop, hatte Tester gesucht für ihre App. Liebe Scoop-Team, ich werde euch noch ein ganz ausführliches Feedback geben. Ich bin echt super, was Apps testen angeht. Ich finde alle Fehler. Ihr habt hier... ich bin jetzt dafür freigeschaltet für diese Testphase, deswegen gehe ich jetzt mal näher hier in die Kamera. Ich hoffe, dass man das dann sieht.
seht ihr so die Spitzentitel, die derzeit unterwegs sind und so weiter und so fort. Und ihr habt dann über Mindscoop die Möglichkeit, euch eure zuletzt gelesenen Bücher anzuschauen oder die Bücher, die ihr euch gemerkt habt, die ihr offline schon zur Verfügung gestellt habt, damit ihr sie lesen könnt ohne Internet. Ich habe zum Beispiel hier Susanna mal angefangen zu lesen, da bin ich jetzt auf, weiß ich gar nicht, weiterlesen. Sieht man erst das Cover des Buches und kann sich dann halt hier innerhalb des Buches bewegen. Sieht hier unten, wie weit man im Buch ist. Und das ist jetzt zum Beispiel so eine Eigenart. Man sieht diese Seitenzahl hier erst, wenn man einmal das Menü aktiviert hat. Das wird also nochmal noch in meinem Feedback sein. Da sieht man, wie viele Seiten noch in dem Kapitel über sind, wie viele Kapitel insgesamt und so weiter und so fort. Ist ganz nett gemacht. Ich bin jetzt aber absolut kein Fan von E-Books. Werde es wohl auch nie werden. Aber wenn ich wirklich kein Buch dabei habe, ist das hier eine super Lösung, habe ich festgestellt. Ich bin aber auch wirklich, ich muss sagen, ich würde gerne E-Books lesen. Ich würde mich gerne damit anfreunden, aber mir sind E-Book-Reader einfach zu teuer. Ihr seht nicht 140 Euro für ein Kindle, dann auch eine Hülle dazu und die E-Books dazu. Wobei Amazon dann wirklich schon ja die Bücher günstiger macht, was ich schon als Vorteil erachte. Aber das war's. So, dann, ich habe Post bekommen. Nachher mal lesen. Kommentar auf meinem Blog. Derzeit ist ja wieder Buchkauf frei. Ich schlag mich derzeit eigentlich ganz gut. Nicht so wie das letzte Mal. Stapel der dazugekommenen Bücher. Stapel der gelesenen Bücher. Ich habe jetzt 4 Bücher gelesen, das fünfte halb durch. Habe mir ein Buch gekauft, weil als ich 3 gelesen hatte, durfte ich ja eins kaufen. Als ich 3 gelesen hatte, sind aber gerade wieder die Weltbildbestellungen, diese Bücher hier dazu gekommen, 2 Stück, sodass ich wieder auf 0 war. Habe jetzt eins weggelesen und ja, jetzt hat mir Lisa angekündigt, ihr kriegst ein Buch. Toll, jetzt bin ich gerade wieder auf 0. Also ich habe während der buchkauffreien Zeit bisher dann also nichts abgebaut, aber es ist noch nichts hinzugekommen sozusagen. Ja, ist ja auch schon mal ein Erfolg. Hoffen wir, dass es so bleibt und dass die Tendenz sinkt, weil ich finde meinen Sub ein bisschen hoch mit 350 Büchern. Ich muss mal aussortieren, wenn ich die Bücher einräume. Unbedingt. Ja, wieso mir Lisa ein Buch mitbringt, ist auch schnell erzählt. Und zwar am Freitag kommt sie schon, am Samstag kommt noch Franzi von Bücherchaos. Und wir werden uns einen schönen Mädelsabend machen hier bei mir. Und am nächsten Tag, also am Sonntag, geht es auf das Literatur-Blogger-Treffen von Lovelybooks nach Köln. Wieder im Café Goldmund. Ich hoffe diesmal, dass die Tische nicht wieder so scheiße stehen wie das letzte Mal, so wie für den Ausdruck. Aber man hat da einfach das Problem, man kann sich nicht untereinander unterhalten. Man hat vor allem in der ersten Zeit, bis die Leute anfangen nach Hause zu gehen, keinen Platz, mal Sithopping zu machen. Und selbst später, muss ich sagen, dann hat man sich so festgequatscht, dass ich meistens sitzen bleibe. Das ist so eine blöde Angewohnheit von mir. Und ich gar nicht dazu komme, aber ich will dieses Mal unbedingt mit der Ute, der Lidi, wie sie glaube ich bei Twitter heißt, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, möchte ich mich mal mehr unterhalten. Dann weiß ich, dass die Vanilla Kiss Me kommt. Der David, von dem ja Ute felsenfest überzeugt ist, dass ich ihn gleich umrenne, wenn er da ist, werde ich aber nicht. Auch wenn er mich zwingt, hier Vlogs zu machen, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Und es kommt noch jemand, wo ich bei der Lesung von Trudy Canavan kennengelernt habe. Eigentlich sogar 2, wenn die Autorin es schafft. Und zwar ist das die Gita Edelmann, mit der ich mich auch mal gerne mehr unterhalten würde, weil ich gerne wissen möchte, in welche Richtung sie so Kinder- und Jugendliteratur auch schreibt. Und ich glaube, ich lege mir mal irgendwann ein Buch von ihr zu, weil das, was ich so gesehen hatte bei Amazon, das klang schon ganz gut. Ja, dann kommt noch Prominenz. Ich verrate jetzt nichts. Ich habe es auch nur durch die Hintertür gehört, weil die Veranstalter ja auch nichts verraten. Somit verrate ich es jetzt auch nicht. Ich hoffe nur, dass die Bücher dabei haben, die was von der Prominenz signiert haben wollen. Ja, dass die Bescheid wissen. Ja, jetzt fällt mir aber wirklich so gar nichts mehr ein. Ich muss jetzt die ganzen Videos aneinander schneiden, weil meine Kamera nimmt hier immer nur 10 Minuten auf. Und dann seht ihr mich. Ich mache jetzt gleich noch den neuen. Das neue Intro, weil ich habe ja mein Design geändert. Ich werde jetzt auch das Intro entsprechend anpassen. Und dann schauen wir mal, wer sich den ganzen Quatsch bis zum Ende anguckt und was ihr so in Kommentaren dazu schreibt.
Von mir gibt es dann bald ganz viele Videorezensionen hoffentlich. Ich werde sie versuchen nach und nach jetzt zu drehen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Ich hoffe, dass ich meinen auch weiterhin haben werde und nicht wieder in irgendeine Lesetiefe falle, weil ich irgendein Buch finde, das mir absolut überhaupt nicht gefällt. Und werde dann auch schauen, dass ich jetzt wieder aktiver blogge, dass ich wirklich die Zeit auch abends ein bisschen nutze zum Bloggen und nicht ewiglich daran versacke, dass ich die Rezension nicht schreibe. Also, bis bald!